Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Herren der AfD, Herr Dörr, Ihr Antrag als auch Ihr Redebeitrag werden diesem Themenkomplex in keinster Weise gerecht. Ich möchte das auch begründen. In dem Bereich der Gesundheitswirtschaft ist eine Wertschöpfung im Saarland vorhanden von über 4,5 Milliarden Euro. Es gibt keinen Bereich mehr, in dem diese Anzahl so hoch ist und wo wir auch so hervorragend aufgestellt sind. Und da will ich Ihnen nur mal einige Beispiele nennen. Wir haben drei Unternehmen im Bereich der Pharmaindustrie mit Weltruf. Das ist einmal Ursapharm, das ist Dr. Theis Naturwahn und das ist Kohlpharma, die einfach auch, und das will ich auch mal heute hier deutlich sagen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragend entlohnen. Gehen Sie mal bitte zu Kohlpharma, schauen Sie sich mal an, was dort auch jetzt in den Ferien läuft. Da wird für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Programm aufgelegt. Da wird das, was einfach auch erwirtschaftet wird, ein Stück denen, die dafür Verantwortung tragen, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird das weitergegeben. Und deswegen kann ich nur sagen, unterstützen wir diese Firmen nach allen Möglichkeiten, die es nur gibt. Und deswegen sind wir in diesem Segment bestens aufgestellt. Und es ist nicht so, wie Sie sagen, dass da jeder vor sich hinwurschtelt und irgendetwas macht. Weil wenn das jeder machen würde, könnte er heute schon einpacken. In diesem Segment ist es heute wichtig. Und das hat uns die Pandemie nochmal in ganz hervorragender Art und Weise auch gezeigt. Da ist Zusammenarbeit gefragt, vernetztes Denken. Ich muss global arbeiten. Und wenn Sie sich mal einfach anschauen, was am Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung in den letzten Wochen und Monaten auch im Hinblick auf Corona gelaufen ist, so können wir auch hier sagen, ist ein Leuchtturm vorhanden. Was unsere Universitätsklinik in Homburg hier geleistet hat, im vernetzten Denken. Und da will ich sagen, ja, wir brauchen Weltruhm, aber den brauchen wir nicht als Deutsche allein. Das hatten wir schon mal und das ist gescheitert. Deswegen, wenn Sie das immer schon nennen, geht immer so ein Schaudern durch meinen Körper. Wir brauchen heute europäische Gedanken. Und ich stehe hier vor Ihnen als ein überzeugter Europäer und kann Ihnen nur sagen, wenn wir diese Dinge ernst nehmen, dann müssen wir es mit unseren Freunden aus Frankreich und aus Luxemburg und den anderen tun. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich kann Ihnen nur sagen, dieser Themenkomplex, den werden wir weiter intensiv verfolgen, und da können sich die Menschen in diesem Land auf diese große Koalition verlassen. Herzlichen Dank.